habe nie vergessen, was ihr mir beigebracht habt. Ich hatte gute Lehrer. Ich wollte, dass du unaufhaltsam wirst. Und das bist du. Was passierte in der Argolis nach jener Nacht? Ich fand deinen Bruder und brachte ihn zu dem Arztgehilfen Hippokrates. Ich hielt dich für tot. Ich wollte euch nicht beide verlieren. Ich sprach erst kürzlich mit ihm. Diese Nacht verfolgt ihn immer noch. Es brach mir das Herz, als mir die Heiler des Asklepios von Alexios Tod erzählten. Ihr beide wart meine ganze Welt. Er hat überlebt. Sie haben gelogen. Sie haben wohl erkannt, dass er besonders war und haben ihn dem Kult übergeben. Wir retten ihn vor dem Kult, Martha. Wir holen ihn zurück. Der Kult ist hinterhältig. Was sie einmal haben, lassen sie nicht los. Ich fürchte, es ist zu spät für ihn. Dich habe ich doch auch gefunden. Ich weiß, wir können ihn retten. Gemeinsam. Der Ton hat gerade ein bisschen abgekackt. Entschuldigung. Ich verstehe nicht, was der Kult von unserer Familie will. Es gibt viele Gründe, Kind. Was haben wir ihnen je getan? Jetzt lautet die Frage wohl eher, was wir ihnen antun werden. Sie fürchten uns. Deine Vorfahren sind ihnen seit Generationen ein Dorn im Auge. Sie haben beschlossen, dass wir sterben müssen, damit sie ihre Pläne umsetzen können. Der Kult wird bezahlen für das Leid unserer Familie und der griechischen Welt. Du bist stark, mein Kind, aber man erlegt dieses Biest nicht mit Schwert und Speer allein. Ich nutze jede Waffe, um sie so leiden zu lassen, wie wir leiden mussten. Ich weiß, du hast Sparta verlassen, aber wie kamst du auf diese Insel? Ich konnte bei Nikolaos nicht bleiben nach all dem. Ich musste raus aus Sparta. Wieso hierher? Ich sah die Möglichkeit, Menschen zu helfen, etwas zu erschaffen. Ich wurde zur Herrscherin ernannt und beschütze diese Insel vor jenen, die ihr schaden wollen. Du hast wirklich Unglaubliches erreicht. Naxos kann sich glücklich schätzen, dich als Herrscherin zu haben. Der Weg war nicht ohne Hindernisse, doch ich bin stolz auf das Erreichte. Schade, dass es nicht mehr Anführer wie dich gibt. Führen wir das Gespräch woanders fort, ohne den Geruch des Todes in der Luft. Reite mit mir. Los geht's. Ich möchte jetzt eins sagen. Es gab in einer Sequenz den Fehler, dass unser Speer abgebrochen war. Diese Insel ist wunderschön. Oh ja. Sparta ist nichts im Vergleich zu Naxos Stränden. Sparta. Ich erinnere mich nur an den Fuß des Taygetos-Gebirges. Als ich dich nach deiner Geburt zur Pythia brachte, sagte sie nichts von solch einem Unheil. Sie sagte, du hättest Großes vor dir. Die Pythia kann nicht alles vorhersehen. Deine Kommandantin hat mit dem Alarm schnell gehandelt. Timo weiß, wie gefährlich Paros ist. Sie machen keinen Hehl daraus. Wer Soldaten schickt, sendet eine klare Botschaft. Es gibt kein Abkommen? Früher vielleicht, doch es ist lange her. Jetzt besteht kein Zweifel mehr daran, dass Paros der Feind ist. Ein Feind, den ich mit dir besiegen könnte. Darüber sprechen wir später. Aber ich denke, du hast recht. Sieht ja schon schön aus. Gestalt an Evandros. Er wird allerdings eine Ruine bleiben, wenn wir nicht bald weitere Spenden erhalten. Doch das Geld fließt ins Militär. Es muss sein, wenn wir nicht wollen, dass der Feind den Tempel zerstört. Aber ich sehe, was ich tun kann. Es ist eine gute Tat, den Bau zu vollenden. Lykdamis war ein großer Mann, dem Ehre gebührt. An seinen Kampf gegen Korruption und Oligarchie sollte man sich stets erinnern.
Wir müssen den Tempel fertigstellen. Hab Dank. Ist das vielleicht jetzt die Insel, wo ich es schon gesagt habe, die wir vielleicht aufbauen dürfen? Oh, ich bitte darum. Oh, bitte. Das ist so geil. Ich möchte was wieder haben. Ich möchte was wieder haben. Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist eine bemerkenswerte Frau geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Damit wir den Kult ein für alle Mal vernichten. Wenn es nur so leicht wäre. Du hast Kraft, doch allein erreichen wir nichts. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Wie kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge, ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Ja, das kennen wir schon. Ja. Nachholbedarf. Entschuldigung. So. Jetzt können wir es machen. Da. Naxos. Ist die Quest zu Ende? Und ich hoffe, dass ich es dann hinkriege, dass ich danach eine Pause mache. Ich werde es wahrscheinlich nicht hinkriegen, ich sehe es schon. Hier ist nichts, oder? Aber hier irgendwo auch nirgendwo, oder? Hier? Nö. Was?
Kann ich mal mit ihm sprechen? Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los. Danke. Vielleicht kauf... Oh, das ist eine Gruppe von Menschen. Hier ist nichts mehr, okay. Nein, nur hier. Hä, wo denn noch? Wir haben das Gemälde. Das sieht so... Hier ist auch nichts mehr. Ja. Aufsitzen nochmal. Was noch? Auf dem Dach hier oben ist auch nichts. Ja, auch nicht. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich noch suchen soll. Sorry. Ja. Aufsitzen. Na los, komm schon. Hier ist nichts. Und hier auch nicht. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich noch suchen soll. Ich warte mal bis zum Morgen. Bringt wahrscheinlich überhaupt nichts, aber... Ah,
Ja, mal ein bisschen am Bart kratzen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe ein paar Fragen. Na los. Danke. Vielleicht komm. Wie kämpfst du doch, Mama? Ich habe jetzt echt keine Ahnung, was ich noch machen soll. Was? War da gerade was? Nö. Das habe ich schon gemacht. Hier ist nichts. Ich keine Ahnung, was ich machen soll. Ich, Menetikel. Auf politischer Ebene war das Verhältnis zwischen Naxos und Paros bestenfalls prekär. Einige unverblümte Zeitgenossen wandten sich mit Propagandakunst gegen Myrene, die allmählich die Geduld ausging. Oh. Entschuldigung. Was soll ich noch machen? Super Verhalten. Ich laufe die ganze Zeit draus rum und tue die ganze Zeit Dreieck, damit vielleicht irgendwie was triggert. Ja, das mache ich jetzt lieber nicht. Hier ist nichts. Das gehört aber auch nicht mehr dazu, aber trotzdem. Was? Warte, was? Ich verliere langsam jetzt auch die Geduld. Was soll denn hier sein? Ne. Nö, ich sehe das jetzt nicht, dass ich aufgebe, also bitte. Entschuldigung, aber es ist jetzt eine Scheißquest. Reden. Hier ist das Gemälde. Hier oben ist nichts. Hier ist auch nichts.
Das ist auch was. Warum kann ich mir das nicht angucken, das da hinten? Mmh. Götter, ne. Ich muss auch irgendwas finden, was auf dieses Haus hinweist. Gehe ich mal von aus. Ich lasse dich nochmal reden. Oh. Ich fand die. Dieses. Nur. Ja. Danke. Viel. Nö. Ich bin gerade echt aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab gleich keinen Bock, ich google gleich einfach mal. Oder ich frag gleich in die Community. Das geht auch noch dazu? Ach! Fick dich doch, ey. Da klebt ein Haar in der Farbe. Vielleicht vom Pinsel des Künstlers. Ich sollte Angelos fragen. Danke. Okay, Entschuldigung. Na, Angelos. Oh. Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los, im Moment. Ich fand dieses Haar in der Farbe der Schmiererei. Sagt es dir irgendwas? Viele unserer Künstler hier auf Naxos benutzen die Haare wilder Tiere für ihre Pinsel. Von welchem Tier stammt dieses Haar? Es ist zu lang für einen Hirsch. Es heißt, dass einige Wagemutige die Haare der Bären auf dieser Insel nutzen. Verrückt, wenn du mich fragst. Doch Künstler sind ein seltsamer Menschenschlag. Danke. Wo warst du? Das findet sich südöstlich auf Ariadnes Schicksal. Süd östlich. Vielleicht hier oder hier unten, würde er noch sagen. Okay, also wie gesagt, wenn ich jetzt hier fertig bin, ich werde halt auch keine Rätsel machen, noch in, ihr wisst schon. Und ich werde dann halt jetzt wirklich alle Fragezeichen abgehen, aber ich werde sie jetzt letztendlich packen. Weil das ist eigentlich, im Grunde genommen eigentlich immer das Gleiche. Ich höre. Da ist dieser Künstler. Das ist nordöstlich hier, voll spacken. Unten Süden, oben Norden. Also, ne, ich sag da nichts zu. Hallo. Südöstlich. Es ist südöstlich. Mhm. So. Wenn er schon, glaube ich, um ihn würde sich, glaube ich, schon gekümmert dann. Hallo.
Das ist gerade echt unspannend. Alpha-Tier ist tot. Wasserfall des Rutsuna. So. Ist der Bär genau auf ihn gelandet? Nö. Das könnte er sein, oder? Okay. Und wie soll ich jetzt herausfinden, ob er hier war? Nirgendwo. Hier ist eine Ziege. Die guckt sie aber mit dem Arsch nicht an. Hier ist ein Mensch. Die guckt sie auch nicht an. Das ist auch noch etwas Interessantes, aber hey, ich guck's mir nicht an. Hochklettern kann ich hier nicht, oder? Okay. Ja, und wie soll ich jetzt herausfinden, ob er hier war? Hier ist etwas, hier ist eine Leiche. Hier sind Steine, hier sind Skelette, hier ist was weiß ich was. Ist bestimmt unlogisch oder unnötig. Das haben wir halt irgendwie so wie hingestellt aus extra. Ne. Nicht. Okay. Ah. Hallo? Ist ja ein netter Künstler. Nehmen wir mit ihnen hier. Na? Oh, die Kapuze. Da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Wer ist ich? Phönix schickt mich, um den Künstler zu finden. Dich. Du sollst mich töten. Das liegt an dir. Bitte, Söldnerin. Phönix ist eine gute Anführerin. Sag ihr das. Ich bin nur die Hand, nicht der Kopf. Dann bist du ein feiges Schaf. Du schreibst, woran du selbst nicht glaubst. Ich wusste nicht, wohin das führt. Warum hast du es getan? Es war ein Auftrag von den Soldaten. Sie haben die Macht. Man kann sich ihnen nicht widersetzen. Ich kann. Ich habe nämlich Rückgrat. Söldnerin, ich bin ein armer Künstler. Der Archon versprach mir mehr Geld, als ich mir je erträumt hätte. Und sieh, wo es dich hinführte. Ich höre auf. Versprochen. Kein einziges Wort mehr. Das war ein Fehler. Ein großer. Aber du musst zu deinem Wort stehen. Tu ich, Söldnerin, das tue ich. Hier, mein Auftrag. Sieh ihn dir selbst an. Wir sind hier fertig. Du hörst nie wieder von mir.
Minetik. In der Tat. Das war's? Also, Entschuldigung, aber ich... Was ist das? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ja, ich habe Auftrag bekommen. Gut. Interessiert es nicht von wem? Nö. Gibt's keine Folge-Quest? Nö. Boah, ist das hell. Es gibt wirklich keine Folgequest. Ach, ich finde das gerade wirklich lachhaft. Ja. Ja, okay. Gut, dann sag ich jetzt mal. Warte. Ist ein schöner Ort erstmal suchen. Yeah. Ja. Das passt dann erstmal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Und es ist alt, es ist so viel passiert jetzt gerade. Phoebe ist gestorben, Pericles ist gestorben und wir haben endlich unsere Mutter gefunden. Und was jetzt noch kommen wird, das werden wir wohl in der Zukunft sehen. Da bist du ja. Bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Odyssey. Euer Heavy Man. Ciao.